Kleinigkeit. Ja, wir bauen erstmal den Tempel des Artemis. 7 Runden nur. Was machen wir weg? Das hier machen wir weg. $480. Wir haben genug Gold. Also, weißt du was? Ich kaufe mir das einfach per Gold. Dann geht das schneller und wir haben es. Ja, das kaufe ich mir auch jetzt. Den Tempel haben wir uns jetzt geholt. Die warten 320 Glaubenspunkte. Ja, die warten uns Glaubenspunkte. Heilige Städte hat er. Kurve. Was ist mit dem Regierungsplatz? Ich will mal gucken hier. Kein Regierungsplatz. Wir haben noch keine Regierungsplätze. Nein. Das könnte ich das auch nicht bauen. Hier ist die Waffenkammer. 87 Gold. Okay, nein, okay, heilige Stätte hatte. Möchte ich jetzt. Hauen wir hier den Regierungsplatz rein oder woanders? Was gibt denn das im Bezirk? Einmalige Reich platziert. Eure Regierungsentscheidung zu feiern. 8 Loyalität pro Runde. Erhöhung. Ein Nachbarschaftsbonus von einem jemand angrenzenden Bezirk. Ein Gouverneurstitel. Ja, dann macht er das hier. Regierungsplatz. Möchte ich haben. 7 Runden. Weißt du was? Wir kaufen uns ein Geländefeld und machen das auf den Schneeplatz. Ja. Fertig ist die Kiste. Er hat jetzt die heilige Bezirk. Ja, dann kannst du auch hier einen Punkt rein. So. Das und Nahrung. Ach, Wissenschaft habe ich ausgewählt. Das war dumm. Das. Nahrung, Industrie und Glauben. Ja. Weil er eine heilige Stätte Bezirk hat. Ja, sowas mit Nahrung, Industrie und Glauben. Ja. Okay, Runde Ben. So, ich möchte eine rauchen. Ich mache die Camp aus. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin mit dem Rauchen. Das Spiel geht ja weiter. So, da sind wir wieder. Unser Handwerker ist da. Sehr schön. Das sehe ich ja schon eins. Einmal das hier hin. Ja, wir sammeln jetzt Glauben für die Watz. So, unser Landesknecht ist da. So. Erkini was a chlogo medahin. Imi ardanga haga gonmoni. Eure Städte versinken im Schmutz. Wieso setzt ihr euer Land nicht produktiver ein? Ja, das mag ich, ja.
Baum. Hier müssen wir die Bibliothek reparieren. Hier bitte eine Mine. So, ausruhen. Wunderbar. Yep. So, hier sieht's gut aus. Prima, prima, prima. Ach, Digga, bin ich schon wieder da rangekommen. Mikro. So. Was schlägst du uns vor? Hier sehe ich was. Hier beiden. Na, wir gehen erstmal hier hin. Der Ritter ist da. Gut. Unser Militär pushen. Du gehst dorthin. Der Ritter geht zu der Asmine. Eine große Persönlichkeit. Großen Wissenschaftler haben wir. Sehr schön. Rekrutieren. Ist das Horika für 3 zufällige Technologien der Resistance oder der Industriezahlter aus? Muss auf einen fertigen Campus hin. Ja, da haben wir doch eins. Dann mach das mal. Horika. Euer Wissen der Technologie Segel hat große Fortschritte gemacht. Euer Wissen über Technologie, Militärwissenschaft, bla bla bla. Ballistik, sehr schön. 3 Boosts haben wir bekommen. Wir können uns eine Apostel leisten. Ja, ja, ja. Produktion wählen. Ja, und jetzt den zweiten Ritter. Dann machen wir noch einen Ritter. Goldbestand sieht gut aus. Die Waffenkammer für den Boost. Erstmal Stadtdetails. Schick, schick, schick. Ja, die machen wir auch jetzt zu Ende. Die Waffenkammer will ich haben. Können wir uns die kaufen. 780 Gold, ziemlich heftig. Mal hätten wir sie sofort. Wir könnten direkt Einheiten produzieren. 12 Runden. Ja. Wir nehmen das und holen den Horika direkt. Okay. Euer Wissen über die Technologie Schießpulver hat große Fortschritte gemacht. Perfekt. Hier sah alles gut aus. Oh, wir können hier schöne Wildwunder brauchen. 21 die Zeus-Statue. 3 Bogenschützen, 3 Speerkämpfer, ein Rambock. 50% Produktion für Kalorie. Abwehreinheit muss auf ein flaches Gelände gebaut werden. Terrakotta-Armee. Nein. Was? Ich kann schwere Kavallerie. Kann ich denn hier keine Ritter ausbilden? Okay. Ja, was nehmen wir denn? Wir nehmen Kavallerieabwehr. Ja. So, die Stadt hier. 3 Annehmlichkeiten. Top. Wohnraum, Staudamm, Schutzgebiete. Schutzgebiete. Hier ist fast alles modifiziert. Staudamm. Gibt 3 Wohnraum und 1 Annehmlichkeit. Hört sich gut an, so ein Staudamm. Runden, Digi. Ha.
Hafen. Er hat einen Campus. Wir können schon ein Industriegebiet bauen. Haben wir auch noch nicht. Ich will jetzt die heilige Stätte haben. 3 plus. Nehmen wir das hier. 3 plus. Okay, Produktion. Die Universität reparieren. Und dann. Okay, ich bin jetzt fertig mit dem Rauchen. Schalten wir wieder die Camp ein. Zurück zum Spiel. Und Ben. Der Mensch ist ein militärisches Tier. Er rühmt sich mit Schießpulver und liebt Paraden. Ja, das Schießpulver haben wir jetzt fertig. Wir können jetzt Steinbruch, Modisierung erhalten 1 plus Produktion. Schaltet einen Gouverneurstitel für Sumir frei. Okay. Prima. Und Wetter wütet weiter. So. Handwerker. Er schickt uns hier und dort. Ja, dann machen, gehen wir das auch. So, wir haben jetzt 400 Glaubenspunkte. Hier macht er gerade das Heilige Bezirk. Hier der Regierungsplatz. Aber hier war ja dieses Watt. Ja. Von unserem Glauben. Zusatz. Glaubens. Sätze oder Bonussätze, dass wir die Watt gibt uns 2 Wissenschaft, 3 Glauben und 1 Bürgerplatz. Ja, holen uns hier direkt. Ist die heilige Stätte perfekt voll. Sehr gut. So. Gucken wir uns nochmal hier an. Hier können wir nichts. Brauchen wir noch irgendwo eine Watt? Nein. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hier ist eine Stadt. Hier nicht. Da auch nicht. Hier nicht. Was ist mit hier? Okay, dann können wir wieder Handwerker und Apostel und Missionär und sowas. Ja. Runde Ben. Ritter ist da. Okay, 3 haben wir hier. Dann brauche ich ein paar Kanonen für Städte. Ein Diplomat ist ein Mann, der sich den Geburtstag einer Dame merkt und ihr Alter vergisst. Sturm mal wieder hoch machen. Diplomatischer Dienst. Ausrichtung abgeschlossen. 50 Produktion für Spione. Botschaftskanzlei, Gebäude. Dauerhafte Botschaft, Heilige Krieg erklären, Befreiungskrieg erklären, ermöglicht die Ausbildung eines Spioneinheit. Okay. Politik können wir wieder ändern. Das lassen wir noch so. Handwerker brauchen wir noch. Wissenschaft lassen wir auch. Sieht gut aus. Natürlich sehr gut. Gefällt mir eigentlich so, wie die Karten sind. Ja. Goldprobleme haben wir nicht. Alles gut. Top. Missionar können wir wiederholen.
Eine Ausrichtung wählen. Immer nach hinten scrollen. Gucken uns da erstmal hier alles an. 8 Runden, 10 Runden. Dann nehmen wir doch das hier. Oh, unser Handwerker. Zweimal kann er bauen. Oh, geh erstmal hier. Bereitschaft. Weiter geht's. Ja, unser Apostel ist endlich da. Sehr gut. Läuft. Eine Mine errichten. Unser dritter Ritter ist da. So, das sieht gut aus. Den Ritter packen wir mal hier hin. Der Militärcheck ist schon auf 555 gestiegen. Konfrontiert in 243 Runde in Religion verbreiten. Yep. Also Ruinstatus verloren. Möglichkeiten. Oh, unsere Hauptstadt kann jetzt einen neuen Bezirk hinzufügen. Nehmen wir das Industriegebiet. Können wir ein bisschen nach Rika. Diplomatenviertel. Feindlichspiele operieren in diesen und angrenzenden Bezirken zwei Stufen niedriger als gewöhnlich. Kann nur einmal im Reich vorhanden sein. Okay. Das Lager oder das Industriegebiet. Schwere Entscheidung. Die empfiehlt mir ein Theaterplatz oder ein Industriegebiet. Ja, wir machen das hier rein. Das ist meine Hauptstadt. Hier, 2 plus. Nehmen wir das. Gut. Wunderbar. Als ich das Haus der Artemis auf den Wolken thronend sah, verloren diese anderen Wunder ihren Glanz. Und ich sagte, abgesehen vom Olymp, hat die Sonne nie auf etwas so Großartiges herabgesehen. Ein Weltwunder wurde erschaffen. Tempel der Artemis haben wir fertiggestellt. Das Event ist abgeschlossen. 150 Punkte. Wir sind auf dem letzten Platz. Ja. Okay. Unwetter wittert weiter. Heftiges Unwetter. Regenwald nachgewachsen. Belohnungen. Apostel. Tempel der Artemis. Haben wir 3 Zeitalterpunkte bekommen für das Weltwunder. Das ist gut. So, schauen wir mal. Handwerker. Ja, hier haben wir noch einen. Nein, das wird nicht gemacht. Wie sieht es denn hier aus? Top, top. Weltwunder, 31, 18 Runden, 18 Runden. Terrakotta Armee. Eine Beförderung mehr. 3 Bogenschütze, 3 Speerkämpfer, es pusht uns. Und 50% Punkte für Kavalerie, aber er muss auf
Oh, das Gebäude ist. Das Weltwunder gefällt mir eigentlich sehr gut. Das hier wäre das Oberhammer. Ja, okay. Ne, wir nehmen den Zeus. Ja. Die gewährten mir auch noch Militäreinheiten. Das passt doch. Drei Bogenschütze, drei Speerkämpfer plus ein Rambock. Wunderbar Produktion erhöhen. Ja, dieses Weltwunder. Perfekt. Und das bauen wir auch direkt hier auf dem Schneefeld. Sehr gut. Ich glaube, ich nehme mal die Politikkarte für Weltwunder zu erhöhen. Wenn wir hier in 7 Runden fähig sind. So, hier sind wir. Sieht alles gut aus. Bauen wir den Markt endlich mal zu Ende. Aber wir haben am Markt in 5 Runden. Können wir uns den kaufen? Nein, 84 Gold. Braucht der Handwerker. Das hier aus. Ja, hier könnten wir einen Handwerker holen. Den holen wir uns. Den Markt kostet 84 Gold. Zwei Runden. Nein. In 5 Runden soll er ihn fertig machen. So ehrlich habe ich es nicht. Alexandria. Annehmlichkeiten top. Wohnraum gut. Heilige Stätte hat er fertig. Campus wäre cool. Theaterplatz, Industriegebiet machen wir. Ein Diplomatenviertel haben wir auch nicht. Einzigartig. Aber er hat Wüste. Ich will dieses Petra haben. Ja, das Weltwunder will ich haben. Wartet mal. Okay, der hat das fertig. Ja, brauchen wir das Weltwunder. Nochmal. Ach, er hat keine. Ich müsste. Ach ja, eine Wüstengeländefeld dazu kaufen. 200 Goldstückchen. Nehmen wir das Feld von denen hier. Und ist da drauf. Ja, gut, dass wir das Gold nicht ausgegeben haben. Ja, der Regierungsplatz ist fertig. Mann, dieses Regierungsplatz, das muss man haben. Das gibt so einen fetten Boost. 2 Anhebigkeiten und 4 Wohnraum. Ihr steht hier mit einem Gouverneur. Täten steht ohne Gouverneur. Gouverneurstitel. Okay, das ist nicht schlecht. Eroberung bei feindlichen Gewehr für 25% Produktionsboost für in allen Städten. ...50% erhöhte Produktion für Siedler in der Stadt. Neue Städte erhalten einen kostenlosen Handwerker. Neue Städte erhalten einen kostenlosen Handwerker. Oh, das ist eigentlich gut für die Anfangsphase, wenn man richtig pushen will, wenn man ja schöne Städte bauen möchte. Ahnenhalle. Aber ich nehme das hier, Audienzsaal. 2 Annehmlichkeiten, 4 Wohnraum in Städten mit einem Gouverneur, 2 Loyalität in Städten ohne Gouverneur. Loyalität ist immer gut. Verleiht 2 plus Gouverneurstitel. Und wir kriegen natürlich die Autorität vermitteln, das Politikkarte freigeschaltet. Ja, wir nehmen das. Wir nehmen das. Ein Gouverneurstitel. Oh ja. Im Mittelalter freigeschaltet. Ermöglicht den Bau der Goldkammer. Ein mächtiger Alternative zur Bank. Jo, das nehmen wir doch. Im Industriezeitalter freigeschaltet. 1 plus Joker Politikplatz. Oh ja, beste. Das gibt's nicht besseres.
als diese hier Fraktion, ja. Ist cool. Klasse. Ach, wir sind schon 50 Minuten. Ja, wir speichern ab. Ja, speichern. YouTube. Geht beim nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Part. Vergesst nicht zu liken, zu disliken, wie ihr wollt. Oder ein Abo dazulassen. Würde ich mich freuen. Haut rein. Peace out. Ich bin raus. Peace. Bis zum nächsten Part.